Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder und wie immer herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Ja, zwischen den ganzen brandaktuellen und neuen Videos gibt es ja auch immer wieder diese sogenannten Reloads, wie ich sie nenne. Also ein Video, was schon mal hochgeladen war, wo allerdings die eine oder andere Information und vor allem auch mein Audiokommentar gefehlt hat. Das wollen wir eben heute hier mit diesem doch für mich persönlich sehr interessanten Video nachholen. Warum, wieso, weshalb, was hier gemacht wurde und wo wir uns hier befinden, das erzähle ich euch alles gleich. Spitzt also eure Ohren und ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in diesem Video zeigen wir euch eine Schule. Genauer gesagt zeigen wir euch ein Gymnasium und noch genauer gesagt zeigen wir euch heute das Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium. Ganz ehrlich, wirklich interessant sehen die Gebäude nicht aus, denn es handelt sich hierbei um zweimal das absolut identische Plattenbaukonzept nach Schema F typisch DDR. Von diesen Gebäuden gibt es hier in Leipzig wahrscheinlich 30, 40 Stück und das Einzige, was hier so ein bisschen besonders ist, ist, dass man zweimal den identischen Bau nebeneinander Stirnseite an Stirnseite stehen hat und wenn man es vermutet, aber nein, so ist es nicht, die Gebäude sind nicht miteinander verbunden, was auch sicherlich nochmal ein bisschen besonders gewesen wäre. Sie stehen hier im Herzen von Grünau in der Mannheimer Straße 128 A und B. Gegenüber davon befindet sich in der 128 C auch noch die Friedrich-Fröbel-Grundschule. Wer Grünau nicht kennt, wir befinden uns hier im bevölkerungsreichsten und größten Stadtteil im westlichen Leipzig. Allerdings Grünau nicht mit dem Grünau in Berlin verwechseln. Das Objekt war unerwartet voller eingelagerter Sachen aus dem Originalschulbetrieb, wo man hier noch als Lichtenberg-Gymnasium unterrichtete. Es war schlichtweg einfach nicht zu glauben, was wir hier alles vorgefunden haben. Klaviere, Unterrichtsmittel, Karten, Computer, Spielsachen, Sportgeräte, alles mögliche. Tische, Schränke, eingerichtete Biologie- und Physikkabinette. Es gab wirklich alles aus diesem typischen Schulbetrieb und so wie ich es selber noch aus der Schulzeit kenne. Auch waren hier Sachen eingelagert aus der damals in Sanierung befindlichen 55. Mittelschule, die jetzt als Ratzelschule betrieben wird. Ursprünglich war es ja eigentlich kein Gymnasium, denn es war ja eigentlich eine Oberschule und zu DDR-Zeiten hießen Oberschulen nicht Oberschulen, sondern Polytechnische Oberschulen, viele wissen das ja, abgekürzt wurde das Ganze als POS. Ab dem Schuljahresbeginn 1983 ging nun eben diese Polytechnische Oberschule in Betrieb und ganz typisch in DDR-Manier trug auch diese Schule einen typisch sowjetischen Beinamen und dieser lautete Sergei Mironowitsch Kirov, der selbst als Person enger Gefolgsmann Stalins war, sowjetischer Parteifunktionär und im Alter von nur 48 Jahren 1934 einem Attentat tödlich zum Opfer fiel. Unter seinem Namen ging dann der Schulbetrieb bis Anfang der 1990er Jahre weiter und jetzt kommt ein kleiner Punkt, dass man ja zu DDR-Zeiten nicht wirklich selbst bestimmen konnte, ob man ein Abitur macht oder nicht. Zumindest gab es da höhere Stellen, die das verhindern konnten. Während man heute ja selbst die Wahl hat, ob Abi, mittlere Reife oder Hauptschule, war das damals eben keine Selbstverständlichkeit, so einen Abschluss zu machen. Ab den frühen 90er Jahren merkte vor allem die Stadt Leipzig, dass es zu wenige Gymnasien hier im Stadtteil gab und so entschloss man sich eben an drei Standorten Gymnasien zu eröffnen. So gab es im westlichen Grünau das Friedrich-Ratzel-Gymnasium, nördlich gelegen das Max-Klinger und recht zentral eben das hier gezeigte Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium. Lichtenberg selbst als Person war kein Parteifunktionär, sondern Wissenschaftler, Schriftsteller und ganz nebenbei auch noch der erste deutsche Professor für Experimentalphysik. Bis in die frühen 2000er fand so der Schulbetrieb ganz entspannt statt, dann rückte allerdings das nächste Problem dem Schulbetrieb auf die Pelle. Der demografische Wandel oder auf ganz normalem Deutsch Einwohnerschwund. Hatte man zur Wende 1989 hier im Stadtteil Grünau noch 85.000 Menschen wohnen, waren es 2002 nur noch 61.000 Menschen. Vor allem Familien mit Kindern zogen aufgrund der schlecht voranschreitenden Restrukturierungs- und Modernisierungsmaßnahmen in andere Städte um. Viele gingen auch aus Existenzgründen in den Westen oder zogen eben dahin, wo es Arbeit gab. Zwei Jahre später, im Jahr 2004, wohnten in Grünau nur noch knapp unter 50.000 Menschen. Es war eine regelrechte Flucht, trotz vieler Sanierungsmaßnahmen durch die Stadt.
Im Zuge dessen wuchs vor allem auch der Leerstand und so beschloss die Stadt Leipzig eine Umgestaltung, nach der viele Hochhäuser, vor allem die 16- und 11-Geschosser, aber auch ganze Höfe und Straßenzüge weichen mussten. Insgesamt wurden zwischen 2001 und 2010 knapp 7000 Wohnungen abgerissen, Wohnungen, die heute im Jahr 2020 fehlen. Nebenbei schloss 2003/2004 das Friedrich-Ratze-Gymnasium als erstes Gymnasium hier im Stadtteil Grünau. Zu diesem Gymnasium haben wir auch ein Video gemacht, das blende ich euch jetzt hier oben rechts ein. Schaut doch da mal rein, wenn euch das interessiert. Ein Jahr später überlegte man auch, was man mit den Schülern des Lichtenbergs macht. Auch hier war die volle Auslastung des Gebäudes nicht mehr gegeben und so gab es verschiedene Konzepte, worauf man das Lichtenberg mit dem Max Klinger oder das Max Klinger mit dem Lichtenberg zusammenlegen wollte. Am Ende fand man einen Kompromiss und für irgendein Gymnasium musste man sich entscheiden, denn eins musste geöffnet bleiben und so entschloss man sich, das Lichtenberg ins Max Klinger zu integrieren und nicht aufzulösen und so gibt es dort bis heute ein Max Klinger Haus und ein Haus Lichtenberg. Ich persönlich finde die Entscheidung bedingt gut, so hat man wenigstens das Gymnasium nicht komplett geschlossen und das war ja für alle anderen auch nicht schlecht. Das hier gezeigte Areal eröffnet übrigens noch in diesem Jahr, also 2020, als Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule und Gymnasium. Man hat also beides, aber ich kann euch da gerne nochmal den Link seitens der Stadt unten reinstellen, wenn euch das näher interessiert. Seit dem Tiefpunkt des demografischen Wandels 2010, wo man über die Hälfte der Einwohner hier im Stadtteil Grünau verloren hatte, die Zählungen belief sich damals auf 40.700, ging aber das Ganze wieder Stück für Stück nach oben. Heute wächst die Einwohnerzahl wieder und es ziehen viele junge Leute nach Grünau. Das heißt, es gibt auch wieder mehr Kinder, mehr Möglichkeiten und der Stadtteil Grünau ist ja auch ein doch insgesamt sehr schöner. Es gibt hier viele, viele Möglichkeiten, beruflich, schulisch, einkaufstechnisch und die Infrastruktur ist nicht schlecht, aber man muss sich halt eben die schönste Ecke aussuchen. Ich selbst bin auch hier in der Nähe zur Schule gegangen und ich kenne das Objekt noch aus der Zeit, wo hier meine Freunde zur Schule gegangen sind. Es gab keinerlei Zerstörung, Feuer, was so typisch gewesen wäre, aber umso besser, dass wir diese Eindrücke eben halt auch festhalten konnten. Ich blende euch jetzt zum Schluss noch ein, zwei Bilder ein, wünsche euch heute noch einen schönen Tag und wenn ihr Bock habt auf verlassene Orte, dann gebt uns einen Daumen und abonniert unseren Kanal. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag, macht's gut, bis bald und ciao.